Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der God Mode. Uns fehlen immer noch ein paar Challenges. Ich schleier da zwar ein bisschen rum, aber egal, wir machen auf jeden Fall heute die Flames Challenge mit diesen ganzen Pfeilen davor. Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt der Flammengott oder sowas sind. Ja, sind wir auf jeden Fall. Da ist schon mal eine Bombe, die uns gleich am Anfang töten wollte. Und wir haben scheinbar Ipecac mit... Nö, Ipecac, ja. Wir haben Ipecac. Was haben wir sonst so? Wir diesen Plattrail, den haben wir irgendwie in jeder Challenge. Keine Ahnung warum. Dann machen wir anscheinend noch mehr Schaden. Nee, beziehungsweise wir machen diese... wenn wir schießen und es explodiert, dann bleibt da so ein Feuer stehen. Das heißt, damit machen wir auch Schaden. Dann haben wir eben noch ein paar Bomben bekommen und ein schwarzes Herz durch das Matchbook. Wir haben noch irgendeine... Oh ja, wir haben eine rote Kerze, sehr schön. Und noch dieses andere Ding, was auf unserem Kopf ist. Ich weiß allerdings nicht, was das gerade ist. Aber oh, ist ja auch egal, da wird schon mal unser erstes Leben verloren. Das heißt, es wäre eigentlich perfekt, wenn wir jetzt noch dieses Item finden. Oh, da ist blauer Stein, den holen wir uns. Mit dem wir keinen Explosionsschaden mehr bekommen würden. Das wäre perfekt. Wo wir dann, wenn wir Explosionsschaden bekommen würden, Leben bekommen. Das wäre super. Dann wäre die Challenge überhaupt nicht mehr schwer und so geht es ja eigentlich auch, denke ich mal. Wir gucken mal. Wir sind auf jeden Fall der Flammengott. Wir sind jetzt ein Feuerbändiger. Ein sogenannter. Wir sind also auf der bösen Seite. Oh, Isaac, bist du böse? Weiß man gar nicht, ist Isaac eigentlich böse? Gott muss irgendeinen Grund haben, dass man ihn töten wollte. Ja, ja. Vielleicht ist Isaacs Mutter ja gar nicht verrückt. Vielleicht hat sie ja wirklich Gott gehört. Und Gott weiß, was das Beste für die Menschheit ist, glaube ich. Vielleicht. Eventuell. Sir. Da kriegen wir auf jeden Fall unseren ersten Cube of Meat. Das ist doch schön. Wir müssen hier eigentlich auch nicht mehr machen, weil es sowieso keinen goldenen Raum gibt. Und für den... Wir haben sowieso keinen goldenen... wir haben keinen Schlüssel, oder? Oh doch, wir hatten einen. Egal. Egal. Brauchen wir nicht. So, und wir sollten vielleicht mal unsere Kerze benutzen. Das wäre auch mal eine Idee. Aber wenn wir Ipecac haben, brauchen wir die eigentlich nicht. Na komm, wir setzen sie mal an. Na gut, dann nicht. Das Schöne ist sogar die rote Kerze. Das heißt, da bleibt auch immer so ein Feuer noch stehen. Also ist eigentlich ganz nett. Eigentlich ganz nett. Und macht viel Schaden. Wie viel Schaden haben wir? Oh ja. Okay, unser Schaden ist auf jeden Fall voll. Da, stirb an dem Feuer. Stirb. Sehr schön. Was haben wir hier? Eiferpilz. Yes. Sehr gut, Isaac. Hast du wieder die Pillen gefunden? Die Pillen im Keller. Also wenn ihr jemals Pillen im Keller finden solltet, dann auf jeden Fall schlucken und gucken, was passiert. Kann ja auch irgendwas Gutes sein. So. Eine Bombe. Danke, Bombe. Ich glaube, wir brauchen keine Bombe, aber nehmen wir trotzdem mal mit. Was haben wir hier Schönes? Kommen wir da irgendwie ran? Ja. Aha, nee. Ah, wir kriegen sogar noch mehr Bomben, umso mehr Geld wir einsammeln. Sehe ich gerade. Oh Gott, daher geht weg von mir. Hier, nimm dieses Feuer an dich und ja, lebe damit. Aua. Oh Gott, dahin, au, das tut doch weh. Oh Gott. Okay, King Buhu, du musst jetzt sterben. Au. Naja, wenigstens ein Damage ab. War das nicht sogar mal ein... Ah, die... Ah, oh Gott, oh Gott. Okay, die machen gerade viel zu viel Schaden. Oder wir kriegen auf jeden Fall viel zu viel Schaden. Oha. Ja gut. Der Leben fast schon wieder ein Leben verloren. Ist jetzt nicht ganz so cool. Allerdings haben wir noch genug. Wir haben noch über 4 Leben. Das muss lang. Bei Minute 4 über 4 Leben. Ist das ein Hinweis? Man weiß es nicht. Oha. Okay, unsere Tränen sind so... Hä? Wieso war... Ah, jeder zweite Schuss, weil wir dieses Krog-Ding da eingesammelt haben. Geilo. Okay, also jeder zweite Schuss von uns ist jetzt auf jeden Fall recht groß, würde ich mal sagen. Ja, ja. Ist ganz nett. So, was haben wir hier Schönes? Wir nehmen einfach mal alles mit. Hallo Super-Treu-Bombe, die uns auch noch trifft. So, was haben wir da noch? Noch ein bisschen Geld. Okay, kriegen wir ganz viele Bomben wieder. So, ich hoffe mal, die Gegner hier werden jetzt nicht so schwer. Na, aber das ist okay. Das sollten wir hinbekommen. So. Ach, hi. Na? Tut ihr mir weh? Das ist schön. Ach ja, das ist super. Übrigens, ich ja gerade Steam Summer Sale. Habt ihr da auch schon gut eingekauft? Also ich schon. Aber irgendwie auch nicht.
Also bei Steam an sich habe ich gar nicht so viel eingekauft. Ich habe nur auf den anderen Seiten eingekauft, so MMOGA und so. MMOGA und G2A. Die beiden coolen Seiten. Und da habe ich mir da zum Beispiel The Last Remnant gekauft und Final Fantasy 13, warum auch immer. Das habe ich mir sogar, glaube ich. Nee, habe ich mir auch bei MMOGA gekauft. Das ist halt meistens günstiger als bei Steam, obwohl Summer Sale ist. Naja. Und ich habe mir Final Fantasy 13 gekauft, obwohl. Oh, ich das schon für die PS3 hatte und das da gar nicht so gern mochte. Frag mich nicht, wieso. Das Krasse ist ja, das Spiel ist einfach 60 GB groß. Ja. Das schon alleine. Das Berechnen auf der Festplatte, wie viel Platz das braucht, 10 Minuten oder so gebraucht. Das war schon ganz schön komisch. Jojo. Gut, habt ihr das schon zugeschlagen? Beziehungsweise sammelt ihr da irgendwie die. Oh nee! Lass mich in Ruhe. Hier, nimm die Flamme. Oh nein. Oh shit. Sammelt ihr da die Karten? Oh Gott! Scheiße. Ich krieg die ganzen Challenges nicht mehr hin. Ich glaube, ich spiele zu wenig Isaac. Aber es ist auch gerade ein bisschen stressig, weil ich ja meine Abschlussprüfung bald habe. Beziehungsweise meine mündliche Abschlussprüfung. Die anderen habe ich ja schon alle fertig. Jetzt am Freitag ist sie sogar übrigens. Und danach bin ich frei. Frei bin ich dann. Da muss ich nie mehr irgendwas machen. Oder so. Dann kann ich endlich meinen Japan-Aufenthalt planen. Das wird schön, Leute. Das wird schön. So. Danke. Ja, aber irgendwie ist das alles so ein bisschen stressig zurzeit. So. Huch, wir haben Schlüssel? Okay, wo haben wir die denn her? Egal. Schlüssel sind was Schönes. Ja! Goathead! Juhu! Endlich mal was Gutes! Okay, diesmal schaffen wir das. Vielleicht sollten wir auch mal unsere Bomben einsetzen, wenn wir schon so viele haben, aber eigentlich braucht man die nicht. Von daher eigentlich unnötig, dass wir diese Münze haben. Und war auch unnötig, dass wir eben gestorben sind. Das hätte echt nicht sein müssen. Naja. Keine Bombe für uns. Okay, hallo, Görklings. Hi. Hi, hier, nimm das. Und stirb dran. Danke. Du auch? Ich hab gehört, du willst auch sterben. Nein? Oder doch? Hallo? Au. Oh Gott, das tut doch weh. Okay, ein Speed-Up. Finde ich gar nicht so schlecht. Da es aber die erste Ebene war, haben wir leider kein Level Room bekommen. Trotz Goathead. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ich dachte, mit dem Goathead kriegt man sogar in der ersten Ebene einen Devil Deal, aber scheinbar nicht. Na gut, dann nicht. Vielleicht auch nicht, weil das eine Challenge ist? Weiß ich gerade nicht. Aber wir haben ganz viele Bomben. Was auch immer wir damit wollen. Also, wenn wir eine Bombs-to-Key-Pille finden, dann werden wir die auf jeden Fall einsetzen. Denn ich glaube, Schlüssel brauchen wir mehr als diese ganzen Bomben. Oh. Guck mal, was ich gefunden habe. So. Ich glaube, diese Kerze ist eher dafür da in dieser Challenge, damit man, falls sie auf einen zulaufen oder so, dass man trotzdem Schaden macht, ohne sich selber zu treffen. Okay. Instant Win, Instant Win. Wir können gar nicht mehr verlieren. Genau das Item habe ich gemeint. Wir kriegen jetzt keinen Schaden mehr durch unsere Explosion. Ja gut. Hier, ich zeig's euch. Cool, oder? Geil. Wir würden sogar Leben dazu bekommen. Okay, das ist jetzt ein Selbstläufer. Oh nein. Jetzt ist die Challenge viel zu einfach. Beim ersten Mal nicht geschafft und dann musst du natürlich viel zu einfach. Oh. Eine blaue Version? Beziehungsweise so eine türkise Version? Sehr interessant. Eine sehr, sehr interessante Version. Oh, ein Damage Up, okay. Und hi. Ja, nehme ich mal mit. Warum nicht? Gibt uns ein blaues Herz. Ist doch schön. Das war schönes, ja. Jetzt haben wir wenigstens volle Leben. Volle Leben, habe ich gesagt. So. Nö. So, ah, nee. Oh Gott. Das Schöne ist ja, mit dieses Pyromaniac können wir oder kriegen wir auch keinen Schaden mehr durch Hilfe. Durch Stampfattacken. Das heißt, Mutters. Aua. Mutters Hand und sowas machen uns auch keinen Schaden mehr. Das ist eigentlich voll das OP-Item. Ist das so? Das ist sogar ein Special-Item, glaube ich. Würde mich eigentlich wundern, wenn nicht.
So. Dann ihr noch. Au. Ich darf jetzt aber trotzdem nicht irgendwie zu... Hilfe. Zu, wie heißt das? Zu naiv werden? Nee, naiv ist das falsche Wort. Wie nennt man das? Ich hab das Wort vergessen. Ich darf jetzt nicht zu siegessicher sein. Ich suche eigentlich ein anderes Wort. Egal, ihr wisst, was ich meine. Weil sonst sterbe ich gleich wieder so komisch wie eben. Und das ist eigentlich nicht nötig. Tja. Schwarzes Herz auffüllen und hallo, Gördi. Na? Alles fresh bei dir? Hast unser schwarzes Herz geklaut, hä? Das ist schön. Eigentlich können wir uns über ihn stellen. Weil hier schießt er nicht hin. Und wir kriegen keinen Schaden durch unsere Explosion. Oh, das Feuer wird kleiner durch die Kerze, wenn das durch Gegner durchgeht. Wusste ich auch noch nicht. Na gut. So. Wie hier schön ist. Okay, zwei Gabi-Items. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Haben wir noch ein Gabi-Item? Nö. Setzen wir einmal ein. Nehmen das mit. Nehmen das wieder mit. Und sind glücklich. Okay. So, ganz viel Schaden. Obwohl unser Schaden schon voll ist. Sind die jetzt vielleicht trotzdem größer? Nee. Egal. Schaden ist was Schönes. Ich mag Schaden. Mögt ihr auch Schaden? Ich mag das. Und außerdem grinsen wir so richtig schön. Hi. Hallo, ihr könnt mir nichts anhaben. Aber schön, dass wir dasselbe können. Okay. Dass die zwei aushalten, ist irgendwie ganz schön krass. Aber ich glaube, die werden noch stärker in dieser Mod, oder? Also, die haben auf jeden Fall mehr Leben. Mit der Zeit. Okay. So, au. Das tut übrigens weh, aber danke. Ah, was will ich mit dem ganzen Geld? Komm, wir raschen. Ruschen, rischi, rasche, rusch. Hier erstmal ein bisschen durch. Warum nicht? Oh ja, eine Full Health Pile. Dankeschön. Genau das habe ich gesucht. Hier, dull. Eine Judgment-Karte. Hi. Was willst du Schönes geben? Ein Kompass, ja gut. Der kann Kompasse geben. Okay. Sehen wir jetzt, wo der Boss. Oh, Tatsache. Geil. Ab zum Boss. Finde ich gerade ein bisschen blöde, dass ich wieder beim ersten Mal das nicht geschafft habe, aber egal. Solange das so Challenges sind, ist das ja nicht so schlimm. Dann geht mein Winstreak wenigstens nicht kaputt, der glaube ich gar nicht mehr so hoch ist. Höchstens 1 gerade, denke ich mal. Nach den Challenges, wenn wir die normalen Runs wieder machen, dann können wir wieder unsere Winstreak hochtreiben. So. Die Challenges sind jetzt quasi wieder Training dafür für die normalen Runs. Und dann kommt hoffentlich auch irgendwann mal... Oh. Oh Gott. Geht weg von mir. Geht weg von mir. Alle weg hier. Alle weg. Oh Gott. Gut, dass wir doch so viele Leben haben. Dann kommt hoffentlich auch bald das Update. Gott. Wenn man in so einem Raum nicht viele Leben hat, wie soll man dann... Wie soll man das dann schaffen? Also an einigen Stellen in dieser Mod... Braucht man echt ein paar Leben. So. Hä? Was treffe ich denn da? Okay, Lebensupgrade und... Wafer. Je nachdem... Ja, komm. Wir nehmen es mal mit, das ist sicherer. So, tschüss. Aber ich glaube... Ah doch, wir müssen sogar weiter. Gut, wir müssen mindestens bis Mutters Herz. Okay, dann dauert das ja noch ein bisschen. So, warum gehe ich hier eigentlich rein, wenn ich weiß, dass hier nicht der Boss ist? Da würde das mal jemand sagen. Ich weiß es nämlich nicht. Und was hat zu dem Schaden gemacht? War da so eine Spur? Wahrscheinlich. Hallo. Tschüss. So, wo haben wir den Boss? Da unten. Ich hoffe mal... Ne, okay. Wieso halten die so viel aus? Wir müssen eigentlich voll den Schaden haben. Ich meine, wir hatten auf jeden Fall einige... Oh, das Sun ist ganz schön. Wir hatten einige Damage-Ups eingesammelt. Und dazu ist das Explosionsschaden. Kann ja wohl nicht sein hier. Tschüss. Hallo, Pille. Und hallo, nicht Boss.
Boss, wo bist du? Boss, bitte, Boss. Lass mich nicht im Stich. So. Ah, nö. Auf euch habe ich keine Lust. Tschüss. Wir können hier wirklich einfach nur durchwaschen. Theoretisch. Also irgendwie fehlt den Challenges irgendwas. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal eine Challenge mache. Irgendwie sind die merkwürdig. Au. Müssen wir mal schauen. Vorhin habt ihr auch ein paar Custom-Challenges eingeschickt. Eingeschickt, das hört sich so komisch an. Ihr habt ein paar Custom-Challenges geschrieben in die Kommentare, die sich eigentlich ganz interessant angehört hatten. Und darauf hätte ich eigentlich mal voll Lust. Muss ich mir nur noch anlesen, wie das denn funktioniert. Anscheinend gibt es da ja irgendeine Mod oder sowas. Oder irgendein... Lol, stimmt, wir können ja fliegen. Irgendein Programm, wo man dann einstellen kann, was für Items man am Anfang hat und dann spielt man damit. Das wäre eigentlich mal ganz cool, oder? Ich glaube schon. Vorhin waren da ein paar interessante Ansätze auf jeden Fall drin, bei den Challenges, die ihr da geschrieben hattet. Kann man auf jeden Fall mal machen. So. Ah, war das auch noch der falsche Weg? Ich glaub's da nicht. Tschüss. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Au. Hä? Okay, Boss. Wieso versteckst du dich? Hallo, Herz? Hallo? Komm, wir cheaten jetzt ein bisschen. Ach, wir sind schon mal Mutti. Kannst du sowieso nichts anhaben. Ist ja das Schöne. Wieso geht das Ding da nicht kaputt? Danke. Aber irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden mit unserem Schaden, wenn ich ganz ehrlich bin. So, beides offen. Oh ja, nur 10 Minuten, okay. Ja, nehmen wir mit. Sind wir Gabi? Ist auch was Schönes. Gabi Sadie's Duel. Wenn wir hier was mitnehmen, dann müssen wir das natürlich auch machen. Es sei denn, wir finden eventuell hier noch irgendwo eine Karte, die uns rausteleportet. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nichts einsammle. Und hier ist scheinbar keine Karte. Ist hier denn irgendwas Gutes dabei, was ich überhaupt haben will? Eigentlich auch nicht. Nö. Nö, nö, dann nehmen wir auch nichts mit. Tschüss. Sistan habe ich mitgenommen. Alles klar. Gut. Ja, dann ab in the Wump. The Wump, the Wump, the Wump, XXL. Ah ne, wir sind im Utero. Nicht so Wump. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wump und Utero? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Weiß nicht. Auf jeden Fall waschen wir hier durch. Wir waschen hier durch. Warum nicht, wenn man es kann. So, die müssen wir leider machen. Wäre auch irgendwie unsinnig, dass jetzt irgendwie... In die Länge. Oh Gott, nein. So einen Raum hatten wir doch schon mal. Und letztes Mal hatten wir auch schon 9 Leben, als wir in so einem Raum waren. Oh Gott. Gut, wir kleistern einfach alles voll mit Feuer und hoffen, dass die Gegner dann irgendwann sterben. Das ist jetzt unser Plan. Das einzig Gute ist wirklich, dass wir dieses Mal besser vorbereitet sind, weil wir The Wafer haben. Okay, es wird auf jeden Fall ein bisschen weniger hier. Aber wie soll man das denn sonst schaffen? Guck mal, hätten wir jetzt nicht den Wafer gehabt, dann hätten wir jetzt schon wieder nur noch ein Leben. Jetzt hätten wir gar keins mehr. Jetzt hätten wir schon verloren. Dieser Raum ist viel zu krass. Der ist echt viel zu krass. Oh Gott, da muss man echt richtig, richtig OP sein. Oder muss richtig, richtig gute Reaktionszeit haben. Oder halt richtig viele Leben. Um den überhaupt zu schaffen. Na, okay. Ich sag mal nichts dazu. Au. Aber scheinbar haben wir wenigstens diesmal geschafft. Oh. Satanic Dish. Gut, hallo Atlas. Bist du der letzte Gegner? Man weiß es nicht. Aber man munkelt.
Oh Gott. Ich sterbe an dem Feuer. Trifft das Feuer überhaupt nur, ne? Die Kerze funktioniert auch nicht so, wie sie soll. Oh Mann. Ach, das Feuer fängt sogar die ganzen Sachen hier ab. Okay, cool. Und geschafft. Yes. Was kriegen wir hier Schönes? Noch eine Kohle. Das wäre unsere zweite. Nee, okay. Dann nicht. Tschüss. Cared against humanity. Yes. So. Ich glaube. Mother follows. Follower. Shots, lasers, follower 2, blue. Hört sich alles nicht so spannend an, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir eine Custom Challenge. Also eine Challenge, die ihr vorgeschlagen habt. Wenn ihr eine Custom Challenge habt, gerne in die Kommentare. Ich glaube, darauf habe ich gerade mehr Lust. Oder ein normaler One. Aber ich glaube, das war es erstmal mit der God Mode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Challenge. Auch wenn die jetzt, ja, wenn die zweite, der zweite One ein bisschen sehr OP war. Aber ja. Bedanke mich auf jeden Fall trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.